Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr liebt es, ich liebe es. Ich zeige euch in diesem Video heute wieder Drogerie-Make-up mit High-End-Qualität. Ich bin super gespannt, wie das Ergebnis aussehen wird. Ich werde es fühlen. Und ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr hattet ein wunderschönes Wochenende. Falls ihr kein Wochenende habt und arbeiten wart, vielen herzlichen Dank. Ich bin super gespannt. Ich war mit Danny nämlich auf einem kleinen Kurztrip in der Nähe von Berlin. Und ich dachte mir, ich drehe jetzt einfach ein kleines Video mit Produkten, die ich lange nicht mehr benutzt habe, die eine unfassbar gute Qualität haben. Und deswegen habe ich mich hier heute hingesetzt. Die Kiste ist voll und wir werden heute einen Look damit schminken. Falls ihr neu seid, würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Das kostet euch nichts und mir bedeutet es die Welt. Und wir starten mit dem ersten Produkt. Das erste Produkt ist... Es fällt mir immer etwas runter. Das erste Produkt, mit dem ich beginnen möchte, ist von Rival Loves Me. Das ist der So Cozy Primer. Das ist einer meiner absoluten Lieblingsprimer, vor allen Dingen in der etwas kühleren Jahreszeit gewesen. Wie er jetzt bei, wir haben 6.27 Uhr, 25 Grad funktioniert, keine Ahnung. Er ist aber wie die Charlotte Tilbury Magic Cream. Super reichhaltig, sehr cremig, sehr dick. Die Textur ist wunderbar. Schaut euch das bitte an. Hat keinen Duft, soweit ich es einschätzen kann. Nee, steht jetzt auch nichts drauf. Und ist, ihr seht es sofort, glaube ich, auf der Haut. Schaut mal, wie... Es ist halt... Wenn ihr wollt, mache ich demnächst nochmal ein Video, wo ich auf der einen Seite Drogerie und auf der anderen Seite High-End-Make-up benutze. Schaut euch das an. She's fresh. Ich weiß, den gibt es aktuell leider nicht. Ich habe gesehen, dass es ihn in manchen Filialen bei Rossmann auf diesen Restpostenaufstellern gibt. Also falls ihr ihn seht, get it. Der ist so, oh, schaut euch die Haut an. Die ist sofort so ein bisschen speckig. Und ich glaube, wenn man viel Make-up trägt und ein schönes Full-Coverage-Ergebnis haben möchte, ist es wichtig, dass wir Produkte benutzen, die sehr viel auf einmal können. Der hat meine Haut komplett mit Feuchtigkeit versorgt und ich habe jetzt mal das Licht anders positioniert in einer neutralen Farbe, dass ihr wirklich den Effekt von dieser Wet Skin erkennen könnt. Weil wenn ich das Licht wegmache, dann seht ihr das nicht. Deswegen habe ich es jetzt so ein bisschen gedreht, dass ihr ein bisschen mehr Dimensionen in meinem Gesicht erkennen könnt. Ganz, ganz toller Primer. Ich habe ihn im Winter auf jeden Fall geliebt. Ich kann mir vorstellen, dass er jetzt für 30, 33 Grad, die wir teilweise schon haben, ein bisschen zu viel ist. Egal. Egal, wir wollen aussehen wie aus dem Olivenölmeer emporgestiegen und machen deswegen auch gleich weiter mit dem zweiten Produkt. Das habe ich von Letizia Lemack empfohlen bekommen. Letizia kennt ihr eigentlich mittlerweile alle. Ich habe auch noch ein Produkt von ihr gleich hier. Das ist das Age Perfect Luminous BB Cream getönte Tagescreme. Das ist Quatsch. Das ist keine getönte Tagescreme. Eine getönte Tagescreme für mich ist hier Trini London. Ja, das möchte eine getönte Tagescreme sein, hat sich aber zu viel mit den Kindern auf dem Schulhof der Full-Coverage-Gruppe getroffen. Und dann kam das raus. Das hier ist wirklich sehr, sehr ähnlich wie das Charlotte Tilbury Hollywood Flawless Filter-Produkt. Das ist, es hat schon eine leichte Tönung, seht ihr? Aber wenn ich mir das ins Gesicht gebe, ist das eher ein Liquid Highlighter fast, der so eine minimale Deckkraft hat. Und ich hatte das damals in einem Video gemacht, was super gut bei euch ankam. Ich schau mal, ob ich das hier verlinkt bekomme. Das war, wo Letizia mir ihre Drogeriefavoriten verraten hat. Und das ist tatsächlich eins meiner absoluten Favoriten. Wow, it's a lot, ne? Aber das ist das Schöne und deswegen liebe ich Drogerie-Make-up über alles. Wir können so schöne Ergebnisse mit Drogerie-Make-up erzählen. Schaut euch das bitte an. Das sieht aus, als hätte Charlotte Tilbury gerade mit ihrer eigenen Hand mein Gesicht eingecremt. Ihr könnt gerne immer, bevor ich das nächste Produkt benutze, einmal in den Kommentaren raten, welches als nächstes kommt. Und jetzt geht es um die Foundation. Und da habe ich echt lange überlegt, weil es gibt mittlerweile wirklich extrem viele gute Drogerie-Foundations. Eigentlich benutze ich, habe ich immer benutzt von Catrice, die HD Liquid Radiance Foundation. Fantastisch. Aber seitdem es sie nicht mehr gibt, hat die Rival de Loop Hyaluron Make-up Foundation alles abgelöst. Einer eurer Favoriten, einer meiner Favoriten. Ich hoffe, dass die Farbe gerade passt. Das ist meine vierte Flasche. Ich gehe natürlich durch viel Make-up mit meiner Arbeit. Also, dass ich vier Flaschen verbraucht habe, ist schon viel. Also, ich habe, glaube ich, noch niemals in meinem Leben vier Flaschen Foundation nachgekauft.
Ich nehme hier einen Buffer Brush und ich arbeite mir als erstes mal hier eine halbe Seite ein, dass ihr euch dieses Zusammenspiel angucken könnt zwischen diesen Primern jetzt und der Foundation. Auch die Foundation an sich hat einen sehr, sehr frischen Glow, ist sehr luminous, aber die Deckkraft ist extrem hoch. Ich liebe den Geruch, ich liebe das Ergebnis und vor allen Dingen, sie hält den ganzen Tag. Ich kriege ja ganz oft Nachrichten von euch bei Instagram und auch hier unter den YouTube-Videos, dass es bei vielen super gut funktioniert und bei einigen halt nicht funktioniert. Und kleiner Tipp, wenn die Foundation bei euch nicht funktioniert, nehmt weniger. Weniger als bei der Foundation wirklich mehr. Ich meine, ich habe jetzt hier eine halbe Pipette gebraucht und habe immer noch die komplette Hand voll für die andere halbe Seite. Ihr braucht nicht viel davon. Die ist sehr ergiebig, gibt eurer Haut einfach diesen Full-Coverage-Look, aber auf eine nicht so leblose Art und Weise wie die Huda Beauty Foundation beispielsweise. Ihr seht, die Haut ist frisch, die Bewegung ist noch mit drin. Wow. Okay, die Foundation ist einmal eingearbeitet. Freunde, das ist schon viel, ne? Also, so könnte man jetzt nicht rausgehen. Das sieht aus, als würde es gleich vom Gesicht runterlaufen. Wir setten das Ganze natürlich mit Puder, mit Bronzer, mit Blush, mit ganz, ganz vielen anderen Produkten. Aber das ist das Ergebnis, was ich liebe. Wir machen erstmal Concealer rauf und dazu benutze ich fast ausschließlich, auch den habe ich mir nachgekauft, das ist jetzt die neue Version, beziehungsweise das volle Produkt von XX Revolution, der Concealer in der Farbe CX9. Der ist extrem deckend und die Farbe passt bei mir perfekt, weil er so ein bisschen rosé ist. Ich nehme auch sehr viel. Wir wollen heute ein Full-Coverage-Ergebnis haben. Als Highlighter hier auf der Nase, hier auf den Wangen. Und das lassen wir jetzt erstmal einen kleinen Moment antrocknen, denn ich möchte in der Zwischenzeit Blush benutzen. Und auch da habe ich viel überlegt, aber es gibt noch nicht so viele eigene Cream-Blushes in der Drogerie. Klar, man kann Lippenstift benutzen. Judith Williams Lippenstift, den habe ich ja neulich auch benutzt. Der war sehr, sehr gut dafür. Aber ich möchte den hier nochmal wirklich einen Auftritt geben. Das ist der Cheek Heat Blush von Maybelline. Ich trage den gerne auf den Lippen. Ich trage den aber auch am liebsten auf den Wangen, denn ich zeige ihn euch. Ich nehme jetzt zu viel. Das ist eine sehr schöne Farbe und das Krasse bei dem ist, der ist so gelartig. Ich blende erstmal hier aus. Dafür benutze ich einfach hier einen Powder Brush, gehe hier rein und lade den Pinsel gut auf. Wenn ich ihn gleich hier auftrage, dann seht ihr, wie der mit dem Concealer und der Haut verschmilzt, weil er so gelig ist. Und der hinterlässt auf der Haut nicht so einen typischen Blush-Look, sondern färbt so ganz leicht die Foundation an den Stellen ein. Schaut mal auf der Stirn, sieht gleich ein bisschen lebendiger aus. Deckkraft ist recht leicht, ihr könnt ihn gut aufbauen. Ich gehe gleich nochmal rüber, wenn ich den Concealer ausgeblendet habe. Aber ihr habt einfach pures, das ist wie gefärbtes Wasser. Und dadurch, dass es halt so leicht ist und so verschmilzt, eignet es sich auch perfekt für Tage, wo ihr keine Foundation tragt. Gibt es im Moment bei mir immer öfter, dass ich einfach keine Zeit oder keine Lust habe, mich komplett zu schminken. Und auch bei den Temperaturen, ne? Also trage ich im Moment auch kaum so viel Make-up wie jetzt. Ein ganz, ganz tolles Produkt, was ich euch wirklich empfehlen kann. Wenn ich den Concealer ausgeblendet habe, gehe ich nochmal mit dem Pinsel hier auf meine Hand. Da ist jetzt so eine Mischung aus Foundation und Blush dran und stempel dann einfach nochmal rüber, um die Übergänge fertig zu kriegen. Ich benutze selbstverständlich gleich auch noch einen anderen Blush. Aber das sorgt einfach schon mal dafür, dass die Foundation, selbst wenn das Puderprodukt am Ende des Tages nicht mehr da ist, ihr habt immer noch diesen Effekt. Und das ist ein kleiner Tipp, den ich euch gerne mit auf den Weg gebe. Mischt so ein bisschen die Produkte. Zum Setten möchte ich ein Produkt benutzen, was es bei Action gibt. Und das ist das Pretty Peach Scented Setting Powder. Das ist extrem parfümiert, aber das hat einen perfekten Ton. Und das hat fast alle High-End-Puder, die ich habe, abgelöst. Und sette unter den Augen. Viel möchte ich gar nicht im Gesicht setten heute, nur ganz leicht. Unter den Augen brauche ich viel, weil der Concealer creased recht stark. Gehe ich einfach hier rüber und mattiere ganz leicht das Ergebnis weg. Das ist alles, was ich gleich benutze, nicht so fleckig wird. Und jetzt könnt ihr sehen, was ich meine. Die Base sieht immer noch frisch aus, obwohl wir sie gesettet haben, weil ich punktuell nicht gesettet habe. Beispielsweise hier über der Augenbraue habe ich ein bisschen übrig gelassen, dass dort das Licht reflektiert. Auf der Nasenspitze habe ich es ein bisschen weggelassen. Hier, wo es ölt, da könnt ihr ruhig mit Puder rangehen und richtig schön baken, dass die Foundation fixiert ist. Zum Konturieren benutze ich von Love & Lou ein Some Good Contouring Powder.
Das ist so eine Mischung zwischen Contour und Bronzer. Bei mir geht es tatsächlich als beides. Ich habe es auch oft schon als wirklich als Bronzer benutzt. Ich nehme hier einen Pinsel von It Cosmetics, gehe nur mit der Spitze rein. Der ist extrem pigmentiert. Schaut euch das an. Boom, Kontur. Das reicht. Das ist schon fast zu viel. Hier tatsächlich finde ich es auch gerade ein bisschen viel. Gibt sofort diese Kontur. Da kann man jetzt nicht sagen, dass das High-End-Qualität ist. Es ist aber einfach wirklich gut und das ist schon ein bisschen teurer. Aber es ist halt Drogerie, ne? Ein weiteres Produkt, ebenfalls von Love, ist hier von Love und Letizia die Sculpting Glow Palette. Alle drei Farben haben einen sehr, sehr schönen Glow mit drin. Und das ist auch der Blush, den ich jetzt benutzen möchte. Der ist nämlich gebacken. Alle drei Produkte sind gebacken. Aber dieser Blush hier ist wirklich. Die Palette ist 1 zu 1, kann man sie gleichstellen mit Hourglass-Produkten. Zack, Glow. Ich nehme den Pinsel, einen anderen Pinsel und gehe noch in den Bronzer. Der ist sehr, sehr warm und stempel mir das hier einfach so ein bisschen hin, da wo ich sonnengeküsst aussehen möchte. Auch der hat nicht unbedingt Glow, aber durch diese Textur, dass er so gebacken ist und so frisch ist, ein ganz schönes Ergebnis und verschmilzt wie flüssig mit eurer Haut. Geht damit über die Nase. Und dann komplett übers Gesicht, weil dadurch kriege ich ein bisschen mehr Farbe ins Gesicht, sehe frisch aus. Und dieses gebacken, also gebacken, wenn ihr die Chance habt zwischen einem nicht gebackenen und einem gebackenen Produkt, nehmt immer das gebackene. Es, durch dieses Backen verändert sich einfach diese Textur und ihr bekommt ein so wunderschönes Ergebnis auf der Haut. Was sagen wir zur Base? I love it. Zum Highlighten habe ich noch ein anderes Produkt und das ist der Rival Loves Me On Fleek Baked Highlighter. Ich teste demnächst auch noch mal ein paar andere, aber der gibt noch mal so eine Mischung aus extrem Glow und ein bisschen Farbe. Fluffigen Pinsel einmal rein und dann swipe ich hier nur so hoch, dass die Haut aussieht wie, ja, wie aus dem Olymp erstiegen. Was habe ich jetzt hier vielleicht ausgegeben? Runtergerechnet auf die Anwendung vielleicht 2 Euro. Maximal. Für die Augenbrauen benutze ich hier von Shein etwas. Das ist, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, aber ich hatte es euch in meinem SheGlam-Video am Freitag gezeigt. Ich liebe diesen Augenbrauenstift. Der hat einmal eine normale Augenbrauenstiftseite, mit dem ihr einfach perfekt so ein bisschen hier arbeiten könnt. Und dann hat er hinten nochmal so einen Filzeyeliner und damit kann man noch so ein bisschen Dimension reinbringen. So ein paar kleine Härchen. So, ihr Süßen, ihr seid noch einmal ganz nah rangeholt, dass ihr auch die Base sehen könnt. Jetzt seht ihr auf der Stirn, ne? Ich hole mal das Licht. Seht ihr das? Diese Bewegung, obwohl ich kaum extra Highlighter benutzt habe, die kommt überall aus dem Gesicht zur Geltung. Für die Augen benutzen wir heute die Konnichiwa Tokyo Palette. Die ist super günstig. Ich glaube, die kostet 4 Euro, vielleicht 5. Und es ist einfach fantastisch von Essence. Also, da haben sie wirklich was ganz, ganz Großes gemacht mit diesen Paletten. Ich nehme als erstes hier so einen kleinen Blende-Brush. Oh, was hat er hier? Und gehe in dieses Braun hier und setze mir das hier in die Lidfalte. Es wird heute ein sehr intensiver Smoky-Eye-Look. Cut-Crease. Und ein bisschen verblenden und ihr habt sofort die Farbe. Ihr könntet einen ganz, ganz langweiligen Look machen. Einfach diese Farbe hier, dann vielleicht das Gold oder hier dieses Bronze und ihr habt diesen Bronzy-Glowy-Goddess-Look. Machen wir das vielleicht heute? Ja, mein Gott, ich bin sehr ambivalent, ne, was meine Looks angeht. Ich sage immer so, heute wird es natürlich. Und dann ist es Deutschlandflagge auf den Augen. Das war so lustig letztes Mal. So, Freunde, jetzt während ich hier verblende, könnt ihr mir doch gerne einmal verraten, wie es euch im Moment geht. Ich frage das zu selten, weil irgendwie bin ich immer so in meinem Flow drin und es interessiert mich wirklich. What's poppin'? Ich nehme jetzt den Pinsel und gehe ganz leicht hier in dieses helle Orangebraun und gehe damit so ein bisschen über den Übergang, um das hier einfach noch so ein bisschen auszublenden. Und vor allen Dingen aufzuwärmen. Ich möchte einfach, dass ihr auch die Farben sehen könnt. Ich glaube, anhand dieser einen Farbe habt ihr schon gesehen, dass die extrem pigmentiert ist. Ich könnte alle Farben benutzen und es würde genauso funktionieren. Also ich liebe diese Palette. Ich habe die auch schon sehr, sehr oft in den Videos gezeigt. Und viele von euch werden die sicherlich auch haben. Zum Abdunkeln gehe ich mit einem kleinen Pencilbrush hier in dieses dunkle Braun und mische ganz leicht dieses Rot mit rein, dass es nicht ganz so dunkel ist. Weil das ist so pigmentiert, dass man davon wirklich nicht viel braucht. Ich will nur hier den Außenwinkel damit verdunkeln. Dann nehme ich wieder den Pinsel und blende hier die Farbe, die ich mir jetzt hier aufs Auge gegeben habe, einfach hier so ein bisschen in die Cut Crease. Das rundet das ganze Auge einfach nochmal so ein bisschen ab. Und ich finde, das betont meine Augenform ganz gut, wenn ich einfach von unten nach oben so ein bisschen in so einer kreisenden Bewegung blende. Probiert das mal aus. Das ist recht neu. Das habe ich recht zufällig rausgefunden, weil ich neulich probiert habe, ein paar Farben auszutesten. Und dann habe ich das mal gemacht, weil ich dachte, okay, sieht jetzt eh keiner.
Und es hat mir echt gut gefallen. Unten blende ich das Ganze auch noch aus, benutze hier einen etwas kleineren Pinsel, gehe in das Rot und mische das so ein bisschen mit dem Braun und blende hier einfach nur so ein bisschen lang, einfach, dass es nicht ganz so hart aussieht. Aufs bewegliche Lid gehe ich hier in diesen Bronzeton und ziehe mir hier wie so eine Cut Crease. Die Farbe sieht aus wie meine Günstmausfarbe so ein bisschen. Vorne gehe ich hier in diesen blauen Ton rein und gebe mir hier noch ein ganz kleines blaues Highlight. Das ist tatsächlich gar nicht so richtig blau, wenn man das nur so minimal benutzt, aber ich finde, durch diesen blauen Touch wird das Weiß in den Augen noch ein bisschen weißer. Als Mascara benutze ich hier von L'Oréal Paris die Unlimited Mascara. Ich habe keinen Vergleich dazu. Sie sieht einfach nur fantastisch aus. Und ich liebe dieses Bürstchen, dass man das so abknicken kann. Für die Lippen eine unschlagbare Kombi für mich. Einmal von Maybelline der Superstay Matte Ink in der Farbe 65 Seductress. Und dann oben rüber von Maybelline ebenfalls den Liftergloss in der Farbe 003 Moon. Kombi ist unschlagbar. Und das ist einmal der fertige Look, nur mit Drogerieprodukten, die wirklich High-End-Qualität haben. Schaut euch die Base an, schaut euch die Augen an. Minimal Invest, maximales Ergebnis. Ich bin super gespannt, wie euch die Produkte auf meinem Gesicht gefallen. Vielleicht habt ihr ja auch noch die eine oder andere Empfehlung für mich und die Community. Ich bedanke mich, dass ihr heute mit dabei wart und würde vorschlagen, wir sehen uns ganz bald hier wieder. Passt auf euch auf!